Gute, Max von Kreuz der Yu-Gi-Oh! Hier und heute zeige ich euch eine 3-Karten-Kombo, die ihr in Pendulum Magician spielen könnt. Dafür benötigt irgendeine Highscale, die ihr in diesem Deck spielt. Ein Drachenschrein oder auch eine Foolish, das ist im Prinzip dasselbe. Und irgendein Pendelmonster, was ihr normal beschwören könnt. Es ist egal was, Hauptsache das kann man normal beschwören, ohne irgendwelches Tribut-Gedöns, wie zum Beispiel Oath oder sowas. Und ja, falls das irgendwie ein Astrograph oder ein Chronograph sein sollte, könnt ihr diese auch in die Scale legen und dann könnt ihr damit den jeweiligen Magician vom Deckspielzahl beschwören. Das ist auch möglich. Aber ich zeige jetzt mal diese Variante und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Man aktiviert den Drachenschrein, legt dadurch den obersten König Drachen Finstergewürm auf den Friedhof. Diese sagt: Falls sie im Friedhof ist, können wir diese Spezial beschwören, falls wir kein Monster kontrollieren. Und das machen wir dann auch. Und dadurch triggert sich der Summon-Effekt. Und zwar dadurch können wir einen obersten König Tor Pendelmonster vom Deck auf die Hand nehmen. In dem Fall nehmen wir den obersten König Tor 0, unsere Low Scale, die wir in diesem Deck spielen. Dann macht er eine Normalbeschwörung mit dem x-beliebigen Pendelmonster, was irgendwas sein kann, was man normal beschwören kann. Wie gesagt, falls es Astro oder Chrono sein sollte, könnt ihr damit auch den jeweiligen Magician beschwören und dann spart ihr euch die Daumen zusammen. So, damit könnt ihr ein Elektromid bauen und aktiviert den Effekt, dass ihr den Astrograph aufs Extra-Deck legt. Dann legt ihr den Tor 0 in die Scale und aktiviert den Effekt für Elektromid, dass ihr die Tor 0 schießen, wie ihr wollt, und den Astrograph auf die Hand nimmt. Das macht ihr dann auch. Dann als Schilling 1 kommt der Elektromid-Effekt, der muss immer kommen, wenn was zerstört wird von der Scale, das ist ein Muss-Effekt. Und Schilling 2 der Astrograph, den ihr von der Hand specialen könnt, da eine Karte von euch zerstört wurde. Den specialt ihr euch auch und dann sucht ihr euch einen weiteren Tor 0. Und durch Elektromid könnt ihr eine Karte ziehen, es kann einfach irgendeine x-beliebige Karte sein. Und ja, die jetzt halt nicht so relevant ist jetzt in der Combo. Dann könnt ihr in den linken Scale den Tor 0, den ihr gerade gesucht habt, da hinlegen und einen Blackfang, beziehungsweise irgendeine Highscale, die ihr in diesem Deck spielt. Es ist wichtig, dass es eine Scale 8 ist, denn ihr möchtet den Tor 0 Pendel beschwören und den Drachen Finstergewürm oder das normal beschwörende Pendelmonster. Falls ihr irgendein weiteres Level 4 Monster zieht, falls ihr noch auf eurer Hand ein Level 4 Pendelmonster habt, könnt ihr diese auch noch aufs Feld specialen und könnt halt mit dem Level 4er und den Gewürben dann auf einen Rang 4 gehen, eurer Wahl. Das ist euch überlassen, was ihr da machen wollt. Dann könnt ihr mit Astrograph und Tor 0 auf den Absolutdrachen gehen und dann macht ihr mit Elektromid und mit Absolutdrachen eine weitere Linkbeschwörung. In dem Fall auf den Deko-Talker, damit wir den Absolutdrachen-Effekt triggern können und können uns dadurch den Wirbeldrachen vom Extra-Spezial beschwören. Somit haben wir ein Negate und einen Deko-Talker, der unsere Sachen schützen kann vor irgendwelchen Target-Effekten. Dafür können wir den Finstergewürm da tributieren, was ganz gut ist. Man möchte ja ungern den Wirbeldrachen tributieren. Damit können wir ja auch nochmal negieren. Und das ist eine Standard-Kombo mit Pendulum Magician, wenn man diese mit zu Ping Ping spielt. Je nachdem, was man so auf der Hand hat, kann man das noch ein bisschen extenden. Aber das ist jetzt so das gute Feld, was man jetzt halt im Förster machen kann, wenn man diese drei Karten hat und nichts anderes. Ansonsten, das war's mit dem Video. Ich möchte nur diese Kombo demonstrieren und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Video. Tschüss.